Halls of Acre. They were catacombs once. Then the Templars sealed them off. When? Why? Long time ago. Nobody says why. Guess we'll find out. Ja, das werden wir bestimmt herausfinden, liebe Spieleflutsurfer. Willkommen zurück im Let's Play zu The First Templar. Und wir werden jetzt auch gerade daran erinnert. Immer fange ich an, so schnell zu reden. Ach, aber nur langsam mit den alten Pferden. Dass wir noch viel zu viele Erfahrungspunkte haben und dringend skillen sollten. Nun, wenn wir daran erinnert werden, dann machen wir das auch. Céline Dion, 5000. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Revive Action. Ach, ich kann ja meinen Partner quasi wiederbeleben. Aber bis jetzt läuft das alles hier sehr gut über passive Fertigkeiten ab, wie ich finde. Frömmelige Gebet. Frömmelig ist auch so ein ganz tolles deutsches Wort. Frömmelig. Jo, mehr Leben kann nie schaden. Gucken, was wir das bei Marie genauso machen. Vielleicht auch nicht. Ich frage mich gerade... Ja, doch, eigentlich nehme ich an, dass die KI in der Lage ist, sämtliche anderen Skills auch durchzuführen. Also alles, was irgendwie automatisch ist. Mal schauen. Ich bin da ehrlich gesagt schon so ein bisschen... Ich bin so ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, ja? Hier der KI aktive Fertigkeiten zu verpassen, weil meistens verkackt das in Spielen total. Weil die KI nicht dazu in der Lage ist, aber... Huch! Komisch, da hat sich das Gamepad mal kurz selbstständig gemacht. Weil die KI meistens nicht dazu in der Lage ist. Bis jetzt hatte ich aber das Gefühl... dass hier in The First Templar die Skills ganz gut eingesetzt wurden von der KI. Also habe ich Marie jetzt doch mal einige Aktive auch dazugegeben. So, in den Katakomben unter Acker. Kann ich das Schild lesen? Ja. The tunnels are closed. Danger ahead. City Council of Acre. Ach, Marie hat ja auch nur noch zwei, was habt ihr gesagt, Lebensbällchen. Ach, müssen wir nachher mal einen dazu geben. Fledermäuse. Wo Fledermäuse sind, sind Spinnen doch bestimmt nicht weit. Look, torches. Ja, look, torches, okay. So, einmal die Fackel anzünden. Müssen wir einfach sehen, wa? Ah, ich kann die Kohlebecken anzünden. Dann habe ich permanent Licht. Das ist natürlich super. Achso, hier ist eingestürzt. Was ist das für eine Statue, ein Templer? What? Oh, the rats. Are you afraid? Nein, vor Ratten haben wir keine Ahnung. Keine Ahnung. Was rede ich denn hier? Vor Ratten haben wir keine Angst, verdammt nochmal. Ja, dann Marie. Mach das mal mit dem Hebel, ich habe hier die Fackel in der Hand. Wasser. Wasser löscht Fackel. You say these are catacombs. The catacombs should lie ahead. Oh, was haben wir denn hier? Eine Schatzkiste. Direkt vor uns. Ist hier nicht was zum Anzünden? Da ist das Kohlebecken. Weil nachher geht uns doch die Fackel aus, ne? Das wollen wir ja nicht. Marie, hier, den Lever, den Hebel. Ah, die Brücke runter. Someone took a lot of effort to hide these crates. Dann wollen wir mal schauen, was denn drin ist. Oh, alle Fallen, alle Spuren und alle versteckten Sachen kann ich jetzt automatisch sehen in diesem Level. Solange ich stillstehe. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Geht's hier runter? Jo. Was ist das denn? Da war doch mal eine Fackel drin. Kann ich aber keine reintun. Schade. Dann lieber hier die Kohlebecken wieder anzünden.
Ah, ein kleines Rätsel. So, so. Gut, wahrscheinlich ist das doch einfach mit dem Hebel getan, oder nicht? I'll hold that lever. You go ahead. Ja, okay, das... Gut. Sie hält jetzt mal hier den Hebel fest. I have set the finest obstacles in motion to keep the eternal peace of our fallen brethren. My life will perish, my work will endure. Alan Marcel. Ja. Also, Marie hält jetzt den Hebel fest. Und meine Aufgabe ist es jetzt, hier auf der anderen Seite einen Weg zu finden, dass das Tor nicht wieder zugehen kann. Wahrscheinlich ist jetzt hier irgendwas erklärt, was ich finden muss. Wir schauen uns ja gerade um. Und ich weiß, dass die... Ach, das ist ein... Ah! Release lever, follow me. Na, dann komm mal her, Marie. Komm. Komm. Da ist er schon. Also die Fackelhalterung war in Wahrheit ein Hebel. So. Aber das hatte ich ja sowieso automatisch gesehen, weil ich ja... Traps. Great. So it's true. Templars have found final rest here. So have the hanged people. See them? Traps? Wo denn? One gate, but two levers. We have to pull them together. Okay, wie mache ich das jetzt mit gleichzeitig? Indem ich da einfach so hinlaufe? Wirklich? Das war's? Okay, das hatte ich mir jetzt schwieriger vorgestellt. There must be a way to light this hall. Kleine Rätsel. So, was ist das da drüben? Da leuchtet es doch so hell. Aber noch kann ich da kein Feuer dran setzen. Aber vielleicht... Ah, wahrscheinlich muss ich da drüber springen oder sowas. Erstmal brauche ich Licht. Also, Marie, ein Hebel. Oh, what does this lever do? I can't see. It's too dark. Spuren. Ach ja, die sehe ich jetzt automatisch. Dank diesem... Da, dank dieser Kiste. There, light that brazier. Naja, wenn alles hier vorerzählt wird. Majestic. Sieht schon schick aus. Aber ich meine, wenn jetzt alles vorerzählt wird, also im Grunde muss ich ja nur das tun. Was gesagt wird. Und dann finde ich automatisch das Richtige. So, 3 von 8. Was hat der Hebel denn jetzt eigentlich gemacht, den wir hier vorhin gezogen haben? Frage 1, Frage 2, kriege ich das Gatter hier irgendwie hoch? Ah, da ist der Mechanismus. Zumindest für die Zugbrücke. Frage ist jetzt, wie kriege ich denn das Gitter da hoch? Das Gatter. Gehen wir nochmal an den Hebel ran? Nein, gehen wir scheinbar nicht. Okay. Ach, da hinten konnte man auch runter, habe ich gar nicht gesehen. I can see pressure plates on the floor. Ja, ich auch. They must close the grates. Ich auch. So, dann sagen wir ihr... dass sie da stehen bleiben soll. Jetzt stehen wir gleichzeitig drauf. Was ist jetzt aufgegangen? Nichts. Ah, jetzt ist das da oben offen. Okay. Nur eine bestimmte Zeit oder wie? Keine Ahnung. Ich laufe jetzt mal. Ah. Okay. So. Dann sagen wir unserem Templer erstmal, dass er da vorne stehen bleiben soll. Rennen mit Marie hier hoch. Wir haben ja auch unten links, könnt ihr schon sehen, Use Lever, schon der Befehl, den Hebel zu benutzen. Sagen wir ihm jetzt auch. Céline Dion benutzt den Hebel. Jetzt kann Marie am Rad drehen.
Zugbrücke herunterlassen. Geht das Gatter jetzt wieder zu oder nicht? Das ist hier die gute Frage. Na, das Gatter scheint jetzt hier oben aufzubleiben. Dann gehe ich mit Marie wieder runter. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich nochmal so eine Interaktion machen muss. Aber fürs Erste scheinbar nicht. Another set of gates. I wonder what's behind them. See that statue above? This is the tomb of a great Templar knight. We should pay our respects. Okay. Gut. Druckplatten. Ich muss also jetzt einfach. Also ich muss nicht, aber wenn ich das die Bonusaufgabe erfüllen will, muss ich durch das Gatter da durch. Hat es was mit diesen Druckplatten auch zu tun? Könnte Marie nochmal auf die Kleine stellen hier? Dann gehe ich die mal ab. Oh, scheint nichts zu passieren. Hier vielleicht, wenn ich die da jetzt irgendwie drauf stehen lasse. Nö. Aber da war doch gerade was von wegen Druckplatten. Also zumindest hieß es Druckplatten. Muss aber zugeben, ich hatte es selber nicht so gut verstanden. Gibt es denn irgendwas, was ich hier drauflegen kann? Auf die Platten? Glaube nicht. Kann ich nochmal an den Hebel? Nein. Light the first memorial flame. Ja, das würde ich gern. Aber dazu müsste das Gatter hier hoch. Wenn ich ein Stückchen weitergehe? Weil ich lasse Marie jetzt erstmal da hinten stehen. Relax, the Mamluks aren't going anywhere. Hier unten komme ich auch nicht durch. Vielleicht gibt es ja hier irgendwie einen Weg, dahin zu kommen. Was ist das denn hier? Oh, nur Dreck. Do you feel that? The wind. Feel what? Something's not right here. Look around. Ja, look around. Das werde ich auch tun. Beziehungsweise, ich muss es eigentlich nicht. Wird mir automatisch angezeigt. Ratten! Bin ich denn jetzt hier auf dem richtigen Weg? Ah, hier ist das erste Becken. Oder warst du schon das zweite? Sacred be thy name, brother, for your life was given for the just cause of the order. Ah, das ist das zweite. Die zweite Flamme. Three found peace. Three were lost. Ha, komme ich da vielleicht zur ersten, zur zweiten und dann zur ersten? Wir laufen jetzt mal hier die Treppe weiter hoch. Nee, ist nur die. Achso. You are not to laugh to excess. Okay. Das heißt, ich habe immer noch nicht das Rätsel gelöst, wie ich das Gatter hochkriege. Hier irgendwie? Nee, ne? Nee. Ist einfach zugestellt. Oder besser gesagt, zugenagelt. Na, ich gehe jetzt hier nicht weiter. Also, ich will das hier lösen. Das muss mit den Druckplatten zu tun haben. Geht gar nicht anders. Marie steht ja auch drauf. Aber egal, wo ich mich hier drauf stelle. Also auch wenn ich hier nebeneinander stehe, nee. Ich kann mich ja nur gleichzeitig auf zwei stellen. Deswegen hatte ich gedacht, ich bräuchte etwas Drittes, um das darüber zu rollen sozusagen. Haut aber nicht hin.
Den Hebel kann ich auch nicht nochmal ziehen. Ob es mit diesen Druckplatten was zu tun hat? Na, hier stehe ich jetzt drauf, da passiert nichts. Hier stehe ich drauf, es passiert nichts. Komisch. Genau, einmal nochmal hier oben schauen. Vielleicht habe ich ja hier oben irgendwas vergessen. Ah! Da, ich habe. Ich habe einen Weg noch nicht gegangen. Bin einen Weg noch nicht gegangen. Ja, ich habe was vergessen. So, das wollte ich eigentlich sagen. Das war zumindest schon mal Gatter 1. Und Gatter 2 dann durch die Druckplatten. Nee, das hätte ja dann schon eigentlich auch schon aufgehen müssen. Aber jetzt bin ich ja neugierig und schaue nochmal oben. Ah, der Hebel ist resettet. So, es ist jetzt wieder auf Zeit. Muss ich jetzt schnell genug runter? Nö. Niemand schreit. Sieht gut aus. Der Weg ist frei. Ja, so viel dazu. Okay. Also alles nochmal. Wir lassen Celine Dion da stehen. Gehen mit Marie hier rechts hoch. Ziehen den ersten Hebel. Los. Wieso kann ich denn mit ihr den Hebel nicht ziehen? Hallo? Hallo Hebel? Das geht nicht. Muss ich den anderen erst ziehen? Oder kann sie ihn nicht ziehen, weil es zu dunkel ist? Kann das nur Celine Dion? Der Templer vor dem Herrn. Okay, den kann sie bedienen. Weil es würde eigentlich keinen Sinn machen. Achso, ich kann ja... Okay, wahrscheinlich sieht sie einfach nichts. Aber ich könnte ihr doch auch eine Fackel geben, oder? Das wäre doch das Sinnvollste überhaupt. Eine Fackel für Marie. Einmal anzünden. So, jetzt hat jeder eine. Warum? Naja, meine Aufgabe ist es doch, da hinten das andere Kohlebecken zu entzünden. Und wenn ich jetzt mit dem Templer hier hochgehen würde, das lag tatsächlich am Licht, sie konnte den Hebel quasi nicht sehen. Wenn ich mit dem Templer jetzt hochgegangen wäre, dann hätte ich mit der Fackel in der Hand, hätte ich zwar die Hebel ziehen können, aber Marie hätte dann durchgehen müssen. Und sie hat auch keine Fackel in der Hand. Aber so ist alles gut. Zack. Those who fell in battle live forever in our memories. Amen. Amen. Rätsel gelöst. Und das die Bonusaufgabe abgeschlossen. Dafür bekommen habe ich erstmal noch nichts, aber hier hinten ist eine Kiste. Haben wir ja schon gesehen. Und noch eine Tafel. Oh, ein Teil von einem Waffenset von Marie. In the beginning. Three found peace. Okay, als erstes waren es drei. Die ersten drei sind quasi da begraben. Wir haben ja jetzt schon den Text gehört von dem zweiten Grab. Da waren es dann logischerweise 9 minus 3, 6. Da sind dann auch drei in dem Grab begraben. Heißt, ab dieser Stelle sind drei noch weitergegangen. So. What's that noise? Noise? Ich höre kein Noise. Aber was uns hier eventuell noch an Lärm und Überraschung unten erwartet, das seht ihr dann im nächsten Teil des Let's Plays to the First Templar. Bis dahin, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, sagt Amano.